Ich tu's. Nein. Jawohl, ich habe ihn eingesammelt. Lass mich erstmal den anderen sichern. So. Dann hättest du vielleicht das nicht zubauen sollen. Ja, warte mal, ich sichere den jetzt auf meine Art. Ich kenne kaum ein Nein! Open-World-Spiel. Ist die erste verbrannt? Ich habe nicht erwartet, dass da Lava war. Jetzt ganz ehrlich. Habe ich Hätte den ich ein. den. Hätte ich den. Nein! Das Problem ist, ich war voll! Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Folge Let's Play Together Wow, ich Minecraft hab Lava. mit dem Quanox, der da vorne irgendwie mit Lava zu. Wow, ich brenne. Nicht ernsthaft. Scheiß, ich hab kein Wasser mit. Ich hoffe mal, dass es schnell genug aufhört. Das tut's normalerweise. Ich meine, du hast doch Rüstung an, oder? Ja. Redstone! Ah, puh, doch drei Leben. Ah, ess mal was. Also ich muss Gut, sagen, das jetzt grabe ich mich in die Wände. das Sichtfeld gefällt mir jetzt so, aber nicht so was. Ich hatte es, glaube ich, auf Normal, genau. Ich glaube aber in PvP ist das dieses Sichtfeld einfach nur viel besser, weil man immer viel mehr sieht. Natürlich sieht man viel mehr, aber es ist die Frage, ob man davon jetzt Augenkrebs bekommt. Also ich muss sagen, ich finde. Oh, ein Emerald. Ich finde Normal eigentlich ganz in Ordnung, während ich gegen irgendwie so einen Tunnelblick hatte, als ich das vorhin eingestellt habe. Ich stelle jetzt mal Field of View ganz klein. 30. 30 Grad, also das sind immer die Grad, das Field of View. Die Ah. Grad, die du siehst. Ich finde irgendwie mit Normal sieht es so aus, als hätte der Steve Scheuklappen. Na gut, ist natürlich Geschmackssache und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Und Andererseits in muss ich PvP sagen. hat man dadurch einfach nur einen extremen Vorteil, würde ich mal sagen. Weil man viel größeren Bereich abdeckt. Dafür sieht alles ein bisschen weiter entfernt aus. Aber ich muss sagen, also besonders bei uns ist es ja extrem. Existiert Geschmack in einer Mainstream-basierten Welt? Ich würde sagen schon. Würde ich sagen auch. Zumal ich ja Nerd bin und mich eigentlich auch irgendwie nicht Mainstream verhalte, kleide, sonst was. Ganz ehrlich, wie armselig bist du, dich selbst Nerd zu nennen? Ja, genau. Ja, ganz ehrlich, ich finde das schon ein bisschen armselig, wenn Leute sich selbst Nerd nennen. Zwar ich habe hier einen unendlichen Gang und ich finde trotz. Moment, wie weit? Du bist ganz weit weg. Warum bist du ganz weit rechts? Weil ich mich gerade. Ich hab Dias. Du hast Dias. Ich bin weit rechts. Das ist kein guter Einstieg. Zumal, wo wir uns so von Rassismus und Ähnlichem distanziert. Ich habe viele Dias. Du hast viele Dias, das ist doch mal eine gute Nachricht. Und dir das Ich Strip glaube, Mining das doch reicht gelohnt. für eine Spitzhacke und einen Verzauberungstisch. Das wäre ganz gut. Aber ich will Das auch ist ja einen perfekt. Verzauberungstisch. Na komm, den stellen wir dann in die Mitte in den Gang. In die Mitte in den Gang, ja, sicher. Das macht Sinn. Mal sehen, ich grabe jetzt erstmal alles rund um den Dias auf, damit die mir nicht in Lava fallen. Apropos Lava fallen, ich glaube, ich muss die mal ein bisschen beschützen. Das letzte Mal bist du mir fast verbrannt. Weil ich höre hier die ganze Zeit Lava. Ja, ich höre auch rund um mich Lava. Obwohl, rund um mich ist meistens ein bisschen trügerisch. Weil du keine 5.1-Kopfhörer hast. Nein, weil ich mich meistens, wenn es heißt rund um Vier mich, Dias. komplett verschätze. Vier Dias, das kann aber nicht sein. Ich hatte doch mehr gesehen. Hast du noch welche eingesammelt? Nein, ich habe nur meinen Smaragd. Komisch. Naja gut, Ich hatte vier dann. Dias sind ja auch schon mal Das heißt, was. wir haben insgesamt sechs, das reicht aus. Sechs Dias. Ja. Sechs Dias, naja, Ich gehe jetzt okay. hoch und baue eine Spitzhacke. Nein, du Obwohl, gehst das würde nicht hoch. noch. Wir gehen jetzt hier weiter in die Richtung. Ach scheiße, ich habe mir schon wieder keinen Timer gestellt. Naja. Letzte Folge. Ich behaupte, diesmal stelle ich mir jetzt mal ganz Oh nee, schnell nee, jetzt Timer. ich kann's abschätzen. Ja, Diese Folge. wir machen noch 11 Minuten. Diese Folge. Oh, ich glaube, ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Wir machen noch 11 Minuten, ja. Nein, grundsätzlich kann ich auch keinen Timer stellen. Ich schaue halt auf die Uhr und
Schau dann, ja, wie viele Minuten überziehen. Warum machst du nicht einfach nur einen Timer auf deinem zweiten Bildschirm? Ja, könnte ich theoretisch auch machen. Ich meine, ich habe mir ja mal einen programmiert, der dann tatsächlich mit Sound und so. Das Problem ist, dann müsste ich jedes Mal wieder Minecraft neu starten, wenn ich ein Dingens hab. Weil das... Nicht auf dem zweiten Display. Doch, doch, weil ich da mit der Maus nicht hinkomme. Ach so, nee, nicht mit Ton. Ich dachte einfach nur einen Timer, der dir Zeit anzeigt. Ach so, ja, das kann ich natürlich machen, ja. Das mache ich schon immer so. Ja klar, ist aber auch kein Unterschied, ob ich mir eine Uhr auf dem Schreibtisch stelle oder ob ich mir auf dem zweiten Bildschirm das mache. Jetzt krabbelt gerade eine Fliege über meinen Bildschirm. Ist auch blöd. Ich liebe das. Ich finde das echt geil. Ich finde, es ist geil, wenn Fliegen. Ich hoffe mal. Wenn Fliegen über dein. Oh ja, das turnt mich voll an. Ja. Ich habe jetzt eine Dia-Spitzhacke, ich hoffe, dass wir Obsidian finden. Ja, das hätte ich erst gemacht, wenn wir bei der Obsidian gewesen wären. Aber wo bist denn du schon wieder? Warum das? Ja, das frage ich mich gerade bei dir auch. Ich bin gerade hier beim Anfang deines und meines Ganges. Ah, okay, dann bin ich ganz weit weg. Aber dann baue ich hier den Redstone noch ab und dann gehe ich runter. Ah, was heißt runter? Zurück halt. Wieso hast du Lava gefunden? Hast du Wasser? Wasser? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Weil ich habe Lava. Du hast Lava. Dann gehen wir schnell hoch und. Nein, wir können doch uns einen Ofen machen. Ja, ich hab aber Eisen mit. Das Eisen mit? Naja, okay. Dann mache ich jetzt ein Crafting Table und dann machen wir uns Wasser. Und ich habe ein Crafting Table. Müssen wir noch irgendwo Wasser finden. Mann, oh Mann, der Qualox denkt auch echt an alles. Danke. Jetzt muss man irgendwie Wasser finden. Hättest du es gesagt, vorhin habe ich eins abgebaut. Egal. Naja, scheiße. Da bestimmt wieder welches. Jo. Ich dachte gerade, boah, ich bin hier gerade voll in der PvP. Ich habe jetzt ganz viel Hunger Games gespielt. Und du weißt warum, vermutlich. Ja. Und auf jeden Fall bin ich jetzt voll hier in Paranoia, weil ich andauernd hier so durch die Wände Namensschilder sehe, die gar nicht existieren und sowas. Das muss ich aber auch sagen, das habe ich manchmal auch. Also, das liegt halt zum Teil darauf, dass Minecraft halt die ganzen Blöcke nicht einzeln mit hochgrafisch generiert, sondern einfach auf Texturen basiert. Und da hat man das zumal, wenn die Texturen so nicht hochgrafisch sind. Also, ich habe ja hier Texturen, was ist denn das? Ich habe Wasser. 64x64 oder so. Und da ist es halt einfach drin, dass du so ein Namensschild-Feeling drin hast, weil apropos du einfach die einzelnen Pixel noch siehst. Apropos Paranoia: Eine Geschichte aus Qualox Leben. Ich gehe recht gern joggen. Aber wer kennt, jeder, der joggen geht, wird es und im Dunkeln und wenn es dunkel wird, vor allem im Wald, man joggt und sieht irgendwo Äste, ja, langweilig, ne? Dann joggt man weiter, es wird langsam richtig düster, das kennst du ja vermutlich auch, wenn es düster wird und so alles zu so einer grauen Masse verschwimmt, aber es ist immer noch nicht so, dass du nichts mehr siehst, sondern es ist nur so immer dünkelig. Ja, so Dämmerung. Und dann siehst du vorne, sind so schwarze Äste und du gehst drauf zu und du denkst, oh, da schwarze Äste. Und dann plötzlich formt sich daraus was. Und vor allem, wenn du davor Slender gespielt hast, das ist am schönsten. Wie du dich dann... Und dann plötzlich was hinter dir. Was meinst du, wie du dich dann verjagst? Wo ist Slender eigentlich nicht mal das Schlimmste ist. Also ich kenne viel schlimmere Horror-Games. Ich will nicht sterben. Noch mehr Dias. Ja, jetzt müssen wir das aber irgendwie entweder Obsidian oder Dias. Oder beides. So, jetzt müssen wir mal schauen. Achtung. Was? Bist du eigentlich? So. So. Und jetzt schau, dass du die ordentlich einsammelst. Den würde ich nicht abgraben, den da an der Seite. Hier müssen wir. Noch mehr Dias. Dahinter liegen noch mehr Dias. Ja, pass auf. Ich tu's. Nein. Jawohl, ich habe ihn eingesammelt. Lass mich erstmal den anderen sichern. So. Dann hättest du vielleicht das nicht zubauen sollen. Ja, warte mal. Ich sichere den jetzt auf meine Art. Auf Garius Art? Scheiße.
funktioniert nicht ganz. Ja, lass mich mal. Geh mal da weg. Du machst mich ganz nervös, wenn du da so an der Lava stehst. Geh mal ganz weg. Geh mal da runter. Okay, gut, dann baue ich hier schon mal einen Obsidian. Dann baue ich hier schon mal einen Obsidian ab. So. Ja. Okay, daraus wurde nichts. Was? Hä, ich habe so eben meinen Wassereimer dupliziert scheinbar. Hä? Verstehe ich auch nicht. Okay. Da soll noch einer sagen, Minecraft sei unverbuggt. So, jetzt haben wir es wieder. Minecraft ist verbuggt, weil es Open World ist und da ist es eben halt so. Ich kenne kaum ein Open World. Nein! Ist die erste verbrannt. Ich habe nicht erwartet, dass da Lava war. Jetzt ganz ehrlich. Das Problem ist, ich war voll. Sonst hätte ich den eingesammelt. Ich bin doch extra hingerannt, um den einzusammeln, aber ich war voll. Ah, wegen deinem Scheiß. Hier, da, nimm deinen Eisenbarren wieder. Warum ist das mein Eisenbarren? Weil ich den vorhin eingesammelt habe. Ich hatte nämlich keine Eisenbarren dabei. Hier, da, was? Deine. Und jetzt ist mein Eimer leer? Ja, ich muss aber schnell zurück und Wasser suchen. Du kannst so lange mal ein bisschen zubauen, damit ich dann das Obsidian, was wir dort schon haben, abbauen kann. Hm. Ich schau mal, dass ich hier ein bisschen... Super, Gario vernichtet Diamanten. So wird man am schnellsten arm. Meinetwegen einen Diamant. Davon geht jetzt auch die Welt nicht unter, zumal wir ja. Aber wir müssen sagen, wir haben fürs Strip-Mining sehr viele gefunden. Ich meine, Strip-Mining ist ja meistens nicht gerade die beste Taktik zum Bierfinden. Aber auf jeden Fall die. Wow! Nein, ich brenne. Viel Spaß beim Brennen. Hoffentlich hattest du vorher volles Leben. Ja. Ich bin auf. Dann fürchte dich nicht. Ja, ich bin jetzt auf 8. Ich weiß nicht, ob ich. Wo lang geht es jetzt nochmal wieder hier raus? Ist noch 3 Minuten? Ich glaube dort. Ja, da. Verdammt, wie tief ist denn diese blöde Lava? Ich habe wieder neues Wasser geholt. Das war jetzt ein Bug im Server, dass sich irgendwie Wasser dupliziert hat und dann plötzlich weg war im Eimer. Aber ich konnte es ja auch nicht mehr einsammeln, das Wasser, weil der Eimer war ja eigentlich voll. Aber ja, da ist der drunter auch was weg. Ärgert mich jetzt, hier ist überall Lava. Also zu Funcraft-Zeiten, da hatte ich mal also ich wollte ja mir eine Etage komplett aus Obsidian machen, was ja allein schon vom Aufwand her eigentlich unmöglich ist in einer normalen Welt, aber da konnte man sich ja damals noch Diaspitzhacken kaufen. Und ich habe mir halt eine Diaspitzhacke gekauft, habe mir eine perfekte Obsidianstelle gefunden, ne? Und hab gefarmt bis zum Umkippen. Achtung, hinter dir ist Lava. So, jetzt nicht mehr. Da ist schon wieder Lava. Alter, da drunter ist auch nochmal Lava. Und dann konnte ich 2 Etagen am Ende aus Obsidian bauen. Ernsthaft? Sowas habe ich nie gebaut auf Funcraft. Also ich habe 2 Etagen aus Obsidian gebaut. Das Problem ist, kurz danach ist der Server zusammengebrochen. Wir haben den Server Neustart gemacht. Mein ganzes Obsidian war natürlich weg. Ich habe die Stelle wiedergefunden, habe das nochmal gemacht und dann haben sie den Server für gescheitert erklärt. Das fand ich voll schade. Das fand ich auch voll schade, aber ich meine... Das war unser erster Multiplayer-Server. Unser erstes Minecraft-Multiplayer-Erlebnis. Unser erster guter Multiplayer-Server. Ernsthaft? Ich war davor noch nie auf einem... Ich schon. Bevor ich Funcraft kannte, war ich noch nie auf einem Minecraft-Server davor. Hier ist übrigens ein sicheres Obsidian, Kronos. Boah, das ist ja auch hier echt eine Arbeit, dieses sichere Obsidian zu bauen. Ja gut, ich denke, es wird sich lohnen, wenn wir später dann Dingens haben. Ah, sehr gut, der ist wirklich sicher. Das wird sich aber lohnen, wenn wir dann danach ein Nether-Portal haben. Und ein Verzauberungstisch. Wir werden jetzt gleich 15 Obsidian farmen. 15 Obsidian, okay. Haben wir hier auch schon sicher? Wir haben 2. Ah, da ist schon wieder. Boah, diese ganze Lava, die nervt. Aber extremst.
Ich finde eh, die sollte man aus Minecraft rausnehmen. Kann man zu leicht dran sterben. Überhaupt im Nether ist hier viel zu viel vorhanden. Genau. Nehmt doch die Lava aus dem Nether, die ist doch eh unnötig dort. Ich sage nicht so, dass es eines der Hauptfeatures des Nethers ist. Na klar. Was ich lustig fände, wäre, wenn man im Nether Wasser platzieren könnte. Kann man ja. Nein. Ja, kann man, aber danach sind sie halt, ist halt. Ja. Es verschwindet. Sehr gut, hier wieder ein sicheres Obsidian. Ja, gut, aber was willst du denn mit Nether, was willst du denn mit Wasser im Nether? Na, diese riesig Lavaflächen am Grunde des Nethers, ist ja doch lustig, die mal. Ja. Ein Wassereimer und du kannst den gesamten Nether bespazieren. Ja, gut, klar. Aber wusstest du, dass im Nether eigentlich auch kein Redstone geht? Doch, das geht. Nein, das geht nicht. Also als ich noch Loren gebaut habe im Nether, da ging das noch. Also, ich habe das mal ausprobiert und das war, glaube ich, in meiner ersten. Wohl kann sein, dass es damals noch nicht so wirklich ging mit dem Redstone. Aber da ging das überhaupt nicht. Es gab ja eh eine ziemlich lange Zeit, in dem Redstone überhaupt nicht ging. Also andauernd verbuggt und so. Ja. Once about a time. Wir reden jetzt so, als wären wir Minecraft Legends und würden schon seit Ewigkeiten Minecraft spielen. Dabei stimmt das gar nicht. Extrem Spitzhacken aufwendig. Aber ich habe schon 7. Ist es Gott sei Dank, dann müssen wir ja nur noch 20 Folgen hier stehen. Apropos Folgen, die Folge ist schon wieder um. Okay. Nennen Sie Obsidian bitte. Kann ich gerne machen. Okay. Muss ja, ich mir dann bloß aufschreiben. Ich versuche jetzt hier noch die ganzen anderen abzusichern. Hier zum Beispiel. Na, da dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen. Pass auf, die sind noch nicht alle abgesichert. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir die absichern und auch abbauen. Ciao!